Wie soll ich Sie begrüßen? Vielleicht mit einer persönlichen Anekdote, weil ich denke, dass sie hier in diesem Rahmen passt. Ich bin sehr froh, so viele verschiedene Akzente zu hören. Das liegt natürlich, und das hat mit der These von Max Czolek zu tun, am Integrationsdruck, den man sich selbst macht. Es ist ein innerer Druck, aber es ist natürlich auch ein äußerer Druck und wie man damit umgeht. Und du hast bei Facebook zwei Zeilen aus Dickinson zitiert, die mir sehr gut gefallen haben. To multiply the harbors does not reduce the sea. Laienhaft und recht prosaisch übersetzt, die zunehmende Anzahl der Häfen vermag es nicht, das Meer zu schmälern. Das sind zwei Zeilen, die mich sehr lange begleiten. Und es sind zwei Zeilen, die mir Joachim Sartorius, ein toller Dichter, Übersetzer und Reisender, selber mal geschickt hat, und weil er meinte, die passen so gut zu mir. Und das hat mich erst dann sehr verwirrt. Ich dachte, wieso passen die so gut zu mir? Und inzwischen weiß ich das, warum sie so gut zu mir passen. Weil sie die Sehnsucht beschreiben, zu reisen, an ein anderes Ufer zu kommen, irgendwo neu zu sein, mit Neugier etwas zu entdecken, etwas zu lernen, etwas mit zurückzunehmen. Und dann zu merken, dass je öfter man das macht und je mehr man das macht, die Welt reicher und voller wird, aber das Meer und die Reise selber sich überhaupt nicht ändert. Das ist bei jedem Buch so, das ist bei jeder Übersetzung so, das ist bei jeder neuen Freundschaft so, bei jeder neuen Sprache, die ich lerne, und bei jeder neuen Kultur auch, der ich begegne. Heimat ist für mich kein Begriff, kein Ort, das sind eher Menschen, und das ist eher das Unterwegssein, was sozusagen von dieser Sehnsucht erzählt, und das ist auch das Schreiben, was dann von dieser Sehnsucht erzählt. Und Mahler möchte unbedingt der neue deutsche Macron werden. Und Sie hören jetzt einfach nur mal ganz kurz die ganze Idiotie des Politikgeschäfts nach der Rede, die Parker Mahler geschrieben hat, kommen die beiden sozusagen jetzt in einen Zweitkontakt. Parker hatte damals, als er für Obama gearbeitet hatte, viel schlucken müssen. Vor allem, dass jemand, der auch nicht älter war als er, Jon Favreau, Obamas Reden schrieb. Die Reden waren brillant, trafen genau den hohen Stil, den Obama bevorzugte, mit dem er sich in die Tradition eines Martin Luther King oder eines Abraham Lincoln einschrieb. Er, Obama, der Außenseiter, der Schwarze, kenianischer Vater, so ein richtiger Underdog, nie in der Pole Position, aber jemand, der sich vom Anfang an benahm wie ein Staatsmann. Was Parker besonders an Obama bewundert hatte, war, dass er seine schönen großen Hände öffnete, dass er es mühelos schaffte, sich in die Fußstapfen der Großen zu stellen. Kennedy in Berlin und dessen Ich bin ein Berliner nutzte. Und vor Hunderttausenden an der Siegessäule des Brandenburger Tor hatte man ihm bei seinem ersten Deutschlandauftritt vor der Wahl leider nicht zugestanden. Mit einem einzigen Satz, mit seinen Händen, seinem ernsten Blick und den präzise modulierten Alliterationen ganze Kontinente zu verbinden vermochte. Alle Hoffnungen und Ängste. Es gelang ihm, ein Wir zu schaffen, diese Yes-We-Can-Attitüde auszuweiten. Damals hatte das alle, nun fast alle, begeistert. Herzlich willkommen, Marjana Gapunenko, wieder hier auf der Bühne. Du hast früh angefangen zu schreiben, schon als Teenager. Inzwischen ist dein vierter Roman erschienen, Der Dorfgescheite, ein Bibliothekarsroman. Kannst du selber sagen, wie du dich verändert hast im Schreiben? Ich habe mit Gedichten angefangen und komme aus der Lyrik. Das heißt, ich habe dann so 2011 eine Entscheidung getroffen, bewusst diese Entscheidung getroffen. Ich habe beschlossen, auf Lyrik zu verzichten. Dann ist mein erster Roman entstanden und ich glaube, ich war sehr poetisch, noch sehr romantisch verträumt. Es war ein Briefroman und dann habe ich weitergeschrieben. Ich kokettiere zum Beispiel gerne mit meiner post-sowjetischen Herkunft, weil es mir gefällt. Das heißt, jemand hat mal gesagt, Sie kommen ja aus der ehemaligen Sowjetunion, wie war es damals? Ich hätte wahrscheinlich darüber gar nicht nachgedacht, wenn mir dieser Satz nicht 120.000 Mal gesagt worden wäre. Das Biografische in meinem Fall ist, dass ich mit meiner Biografie nicht klarkomme. Ja, ich fühle mich unsterblich in dieser Möglichkeit, dass ich nicht Gapunenko bin, dass ich nicht Frau, nicht Sternchen, nicht Mann bin, dass ich einfach lebe oder gelebt habe oder leben werde. Also diese Vorstellung der Unsterblichkeit, dieser offenen Welt,
ist meine Biografie, also die Art, wie ich mit meinem Leben umgehe, und diesen Abstand möchte ich mir erlauben. Ein Bibliothekarsroman ist in einem Kloster bei Wien entstanden, wo ich das letzte Jahr arbeiten durfte, um genau zu sein, in einem Augustiner Chorherrenstift. Da habe ich eine Arbeitswohnung gehabt und durfte ein Jahr lang arbeiten. Ich durfte vor Ort recherchieren, ich durfte diese Männer des Geistes, Männer Gottes interviewen und auch ja, also im Kaffeehaus nebenan. Und dann habe ich mich getraut, das Thema Bibliothek in mein Leben zu integrieren. Das heißt, ich habe hauptsächlich in einer Bibliothek gearbeitet, also in dieser Klosterbibliothek. Ich habe dort mit Handschriften zu tun gehabt, mit alten Druckwerken. Ich habe mit dem Bibliothekar gesprochen, der hat mich in die Welt des Mittelalters, das gar nicht so düster ist, eingeführt. Diese Welt ist mir ins Herz gewachsen und aus dieser Welt möchte ich jetzt ein paar Seiten vorlesen. Ich weiß, es ist immer sehr anstrengend, so viel lesen. Und, man muss sich Leute konzentrieren. Ganz zufrieden. Aber das sind wirklich nur zwei Seiten in meinem Fall und ich bitte um Nachsicht. Es ist eine Klosterwelt. Wie er darauf gekommen war, seine weiblichen Eroberungen alphabetisch zu ordnen, war Ernest Herz nicht mehr ganz klar. Dachte aber an seine Anfänge zurück, so stand für ihn außer Frage, dass er, der seit dem ersten Semester der Mediävistik darum bemüht war, groß zu denken und gleichzeitig die Prahlerei seiner Kommilitonen laut der Sunny Boys verachtete, sich in diese delikaten Angelegenheit nur der Form eines bibliothekarischen Zettelkataloges hätte bedienen können. Im Unterschied zum handlichen, aber spießbürgerlichen Bandkatalog ließ sich der Zettelkatalog unendlich erweitern. Ihm imponierten das systematisch-methodische der Klassifizierung, die quasi wissenschaftliche Distanz zum Forschungsobjekt, am meisten jedoch die Haptik der herausnehmbaren Lade des Zettelkastens, in der sie alle darin lagen, eng aneinander geschmiegt, seine Herzensfreundinnen. Eine Zeit lang hat er großen Spaß daran gehabt, bei einem Glas Wein die Kärtchen über die Damen mit ihren Besonderheiten durchzublättern und jede von ihnen vor seinem geistigen Auge vorüberziehen zu lassen. Unter den vier Autoren, die ich heute vorstellen darf, ist sie die einzige, die ich persönlich besser kennenlernen durfte, aber dazu vielleicht später etwas mehr. Sie wurde 1962 bei Krasnojarsk in Sibirien geboren und sie wuchs in St. Petersburg, damals Leningrad, auf, wo sie auch Russistik studierte. 1991 zog sie nach Deutschland, dabei spielte, und hoffentlich sage ich an dieser Stelle nichts Falsches, dabei spielt auch ein Literaturaustausch mit der Autorengruppe Minerva und deren Zeitschrift für Notwehr und Philosophie eine Rolle, und zwar im November 1990. Ihre russischen Gedichte wurden zum Teil von Elke Erben ins Deutsche übersetzt, aber inzwischen bedarf es keiner Übersetzung mehr, weil Olga Martinova, die seit fast 30 Jahren in Deutschland lebt, auf Deutsch schreibt. 2010 veröffentlichte sie ihr Romandebüt Sogar Papageien überleben, womit sie für den Deutschen Buchpreis als auch für den Aspekte Literaturpreis nominiert war. Man könnte den Roman auch als eine Hommage an den russischen Schriftsteller Daniel Chams verstehen. Mit einem Kapitel aus dem Roman Myrikas Schlüsselbein, der 2013 erschienen ist, konnte sie 2012 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewinnen. 2011 hatte sie bereits den Adalbert von Camusso-Preis erhalten. 2016 ihr dritter Roman, Der Engelherd, und kürzlich der Essayband über die Dummheit der Stunde, aus dem sie heute lesen wird. Nun, was mich betrifft, einer meiner Lieblingsessays aus der Dummheit der Stunde ist mit dem Titel überschrieben Borscht, Schtschi und Brotsky. Darin geht es um russisch-ukrainische kulturelle Diskrepanzen, so kann man das lesen, sozusagen dargestellt an den zwei Hauptsuppen der ukrainischen und der russischen Küche und an dem Brotsky-Gedicht auf die Unabhängigkeit der Ukraine. Die Gründe, warum ich diesen Essay so gern habe: einerseits lese ich begeistert Brotsky, andererseits erinnert mich der Essay an Einladungen ins Hause Martinova-Jurjew, über die ich immer sehr glücklich war, wo gut gegessen wurde, Literatur gelesen wurde und auch besprochen wurde. Und so werde ich bei der recht unschuldigen Frage, warum dir diese Treffen, wo genau das passiert,
unterschiedslos, egal welches Alter, egal woher man stammt. Warum sind diese Treffen dir so wichtig? Ja, ich weiß nicht, das heißt mir so natürlich zu sein, dass Menschen sich treffen und sprechen und lachen und miteinander reden und einander so vorsichtig kennenlernen, dass ich weiß nicht, warum da möglich ist. Ich glaube, ja, Menschen pflegen Smalltalks und treffen und diese versuchen freundlich und vorsichtig zu sein. Worin liegt die Kritik, die mit dieser positiven Konnotierung des Begriffes des Smalltalks, der eigentlich nicht so positiv gesehen wird, zum Beispiel das Radiogespräch im Rundfunk? Ja, über Radiogespräch werde ich eben vorlesen, aber was kritisiere ich? Zum Beispiel, ich kritisiere, dass wenn jemand eine Lady aus London trifft, da will man sofort über Brexit sprechen. Wenn ich jemandem vorgestellt bin, will man mit mir sofort über Putin sprechen und so weiter. Die schöne nach dem Kalten Krieg Zeit, die Belle Epoque meiner Generation, endete erschreckenderweise 2014. Im Jubiläumsjahr des Ersten Weltkriegs. Man reagiert auf die Nachrichtenflut nicht immer gemäß der Bedeutung einer jeweiligen Meldung. Wenn man zum ersten Mal den Namen eines künftigen Tyrannen hört oder von einer wissenschaftlichen Erfindung, die die Welt verändern wird, misst man dem selten die gebührende Bedeutung bei. Dass aus vielen ungelösten Problemen aus der Zeit der Sowjetunion nun eines die Welt zu den Verhältnissen des Kalten Krieges zurückwerfen würde, begriff ich damals nur langsam. Durch einen seltsamen Zufall sagte mir in jenen Tagen ein Freund bei einem Streit, dass unser Missverständnis an kulturellen Unterschieden liege. Da mir so etwas üblicherweise nicht passiert, war ich schockiert. Nicht ein Russe in mir war verletzt, sondern ein individueller Mensch, der meint, dass er wenigstens von seinen Freunden als solcher wahrgenommen wird. Und ich habe, glaube ich, in der E-Mail geschrieben, Einladung zum Familienfest. Das finde ich eigentlich sehr schön, weil ich jetzt fragen kann, steckt die Einladung in der Ausschreibung oder ist Ausschreibung echt was anderes? Ich glaube, mir ging es bei der Ausschreibung darum, genau das zu tun, was man bei einem Familienfest nämlich eigentlich nicht macht, nämlich offen zu formulieren, wer dazukommen möchte und wer nicht. Ich finde, ehrlich gesagt, sozusagen das war etwas, was mich im zweiten Band besonders interessiert hat, nämlich was ist eigentlich das Verhältnis zwischen mir und meinem Publikum und bin ich in der Lage, eine Situation zu generieren, in der diese Art von Zuschreibung und Identifikation, die ja stattfindet, sobald ich hier sitze, sie fangen an mich zu lesen und sie fangen an zu überlegen, sind sie auf meiner Seite oder nicht, auch bei Gedichten, wo dieses Spiel quasi nicht mehr funktioniert. Das war so ein bisschen die Idee der Ausschreibung zum Familienfest. Im Gegensatz zu dem Buch Desintegriert euch, als Dichter sprichst du ja doch anders. Gleichzeitig ist aber gerade Ausschreibung zum Familienfest, ich habe das empfunden als eine Zuwendung, man wird ja auch immer wieder angesprochen, wenn man sich denn angesprochen fühlt. Gleichzeitig hat es ja auch was sehr, schon was Aggressives, auch in der Wiederholungsstruktur und so. Und das Sanfte, ich glaube, das Zuwendende entsteht auch im Klang. Du arbeitest ganz stark mit Assonanzen, mit Konsonanzen, das hat so eine Melodik. Und ist dieser Widerspruch einer, den du da speziell auch in der Lyrik stark machen willst, diese Doppelung aus Zuwendung und Aggression, oder ist dir eine Seite wichtiger? Also mich interessiert schon das Verhältnis zwischen Kunst und quasi dem Ausgeliefertsein. Lyrik ist ja häufig witzigerweise etwas, wenn man nicht versteht, was gesagt wird, sind die Leute zufrieden. Und sie sind tendenziell unzufriedener, wenn sie es verstehen, weil sie dann sich dazu positionieren können. Also dann sozusagen geht ein Riss durch den Raum, mindestens einer. Der Text ist letztes Jahr entstanden, und zwar zwischen dem 27. September, also fast ein Jahr her, und dem 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. Der 27. September war einerseits direkt kurz nach der Bundestagswahl, andererseits ist der 27. September ein sehr wichtiges Datum, auch für den, sagen wir mal, Echoraum, mit dem ich lyrisch arbeite. Thomas Brasch hat ein grandioses, legendäres 27. September-Gedicht geschrieben. Das geht zurück auf eine Aufforderung einer Moskauer Zeitung, die gesagt hat,
damals noch natürlich zu Ostzeiten, schreibt an jedem 27. September einmal im Jahr einen Text. Fahre mit der Hand über das Papier. Sage dir auf, was du weißt. Dass die Freunde ihre Hand über deinen Rausch halten. Dass du deine Lyrik in den Neuschnee pinkelst, sicher sein kannst, bald ist sie fort. Dass der Blutdruck der Grenzflüsse eine Echokammer, vor der du die Ohren verschließt. Dass du an deinen eigenen Entscheidungen sterben wirst wie ein Mensch, nicht wie ein Tier. Dass Lots Weib etwas zu tun haben könnte mit dir. Diese Unfähigkeit zum ungetrübten Blick. Dass Wolkenpaläste auf dem Weg nach Hause. Dass du mal wieder vergessen hast, deine Kerzen auszublasen. Und nun steht alles in Flammen. Ich habe jetzt die Freude, Alice Steger anzumoderieren und vorzustellen. Alice Steger möchte heute, glaube ich, drei neue Gedichte vorlesen. Und zwar so neu, dass sie sich noch in keinem der veröffentlichten Gedichtbände befinden, hier auf Deutsch. Ja, also die stammen alle aus einem Band, der jetzt in Vorbereitung ist fürs Lyrikkabinett, und das soll im Frühjahr erscheinen, in der Übersetzung von Matthias Göritz. Alice Steger wurde 1973 in dem ehemaligen Jugoslawien, dem heutigen Slowenien, geboren. Bekannt ist er zwar als Lyriker geworden, aber eigentlich ist er ein Allrounder. Er ist nämlich auch Romancier, Essayist, Lektor, Verleger, Übersetzer, unter anderem aus dem Deutschen, von Ben Huchel Bachmann. Wenn ich richtig sehe, liegt inzwischen eine beachtliche Anzahl seiner Bücher auch auf Deutsch vor allem im Schöffling Verlag. Dies unter anderem durch die kongeniale Arbeit seines Übersetzers, den ich ja heute schon vorgestellt habe, Matthias Göritz. Alice Steger ist, würde ich sagen, und das lassen bereits die Titel seiner Bücher erahnen, ein Konzeptkünstler in der Domäne der Literatur, ein Archivar und Chronist von Dingen und Körpern, von Seelen, auch von Toten und von Gegenwarten. So spricht Matthias Göritz in seinem Nachwort zum Buch der Körper von Dingen und Körpern, die sprechen und besprochen werden. Ich will noch nicht zu den Gedichten kommen, zum Glück habe ich ein Zitat gefunden, das wie folgt lautet: einerseits möchte ich über das Lokale wirklich etwas mitteilen, andererseits denke ich immer daran, dass der Bereich der Sprache autonom, also keine Widerspiegelung eines realen Raumes ist. Zitat Ende. Das Zitat ist schon ein wenig älter, obwohl der Wunsch bleibt nach wie vor bestehen. Ich glaube, dass man jetzt mit irgendwelchen Themen, die überall auf der Welt präsent sind, Literatur machen kann, ist eigentlich ja ein Nicht-Gedanke, ein Ungedanke. Mit den Jahren sehe ich es immer klarer, wenigstens für mich, dass es eine Notwendigkeit der Literatur gibt, eine Ethik, wirklich nur das zu schreiben, das man nicht umgehen kann. Ich glaube, Texte entstehen eigentlich eher nicht als sprachliche Gebilde zuerst. Also das kommt erst später. Am Anfang ist etwas Instinktives, ist eine, wie soll ich sagen, eine physische Geste. Es ist eine physische Präsenz da, die noch nicht wirklich eine Sprache gefunden hat. Und das Schreiben, das führt zu einer Sprache. Ich weiß, das hört sich extrem theoretisch an, ist es aber nicht. Schon Anfang vom Gedicht. O Tode, 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 seid Flusssteine, Steine, Steine, Wasser des Lebens, Wasser der Liebe, Wasser, das schleift, schleift, schleift. O Flusssteine, Steine, Steine, in mir, ohne euch würde ich nicht fließen, ohne euch würde ich nicht sagen, ich bin's nicht. Och, Flusssteine, Steine, Steine, schwindend im Wasser, Wasser, Wasser. O Wasser des Lebens,
O Wasser der Liebe, das zwischen euch verfließt. Bei der Geburt versteckte sich in mir ein kleiner Gott. Ich ändere mich dauernd, er aber bleibt die ganze Zeit er selbst. Wir überlagern uns nicht ganz. Oft rufe ich ihn, doch er kommt nicht. Manchmal greift er aus mir und streichelt andere Götter, ohne dass ich's merk. Er ist nicht schlecht, mein kleiner Gott, obwohl er unverstanden ist und oft allein. Er tut mir leid. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken, er aber steckt in meiner. Deshalb bin ich ihm dankbar. Sharon hat zwei Novellen geschrieben auf Englisch, die übersetzt sind ins Deutsche von Miriam Nünning. Die Dinge, die ich denke, während ich höflich lächle und Synchronicity. Und einen dritten Text, den du jetzt auf Deutsch schreibst, arbeitest du gerade. Jetzt wirst du wahrscheinlich, wenn der erscheint, ganz oft gefragt werden, ist das denn anders auf Deutsch zu schreiben? Das mache ich jetzt nicht. Kannst du noch oft genug beantworten. Ich würde gerne was anderes fragen. Mich hat mal umgehauen bei einer Lesung, die ich gehört habe, dass Sibylle Levitscharow gefragt wurde, was denn ihr Antrieb ist beim Schreiben, und sie sagte Hass. Das hat mich damals sehr irritiert, aber was mich doch beschäftigt hat, ist, ob man aus einem bestimmten Gefühl heraus schreibt. Ich schreibe mit Gefühlen, begleitet von meinen Gefühlen, und das ist immer unterschiedlich, auch innerhalb des gleichen Textes. Also jedes Mal, wenn ich nochmal darüber gehe und überarbeite, dann habe ich noch ein neues Gefühl dazu. Tatsächlich waren sehr viele wichtige Sachen passiert, die mich sehr emotional beschäftigt haben, also viel mit Verlust, also Jobverlust und eine Trennung zu meinem älteren Sohn. Und diese Gefühle haben diesen ersten Roman getragen, hauptsächlich. Spielt das eine Rolle für dich? Sind deine Texte sozusagen Briefe, ohne dass es jetzt an eine bestimmte Person geht, aber brauchst du das Gefühl, in eine Richtung zu schreiben? Toni Morrison hat gesagt, if there is a story that you want to read that hasn't been told yet, then you have to write it yourself. Und dann habe ich gedacht, okay, Toni. Ja. Das stimmt wirklich. Ich habe Literatur vermisst aus der Perspektive, also aus einer schwarzen feministischen Perspektive. Ja, die Geschichte, die ich geschrieben habe, heißt The things I am thinking while smiling politely. Die Dinge, die ich denke, wenn ich höflich lächle, handelt von einer schwarzen Frau, die in Berlin lebt. Bla bla, Trennung und so weiter, Kinder. Und ich werde jetzt den allerletzten Teil vorlesen. Weil die Geschichte rückwärts erzählt wird, ist das gleichzeitig der Anfang der Geschichte. Till spricht mit mir auf Deutsch, was ohnehin unsere Sprache für ernste Gespräche ist. Es macht keinen Spaß mehr, sagt er. Ich denke darüber nach, was er sagt, was er sagen wird, und überlege, ob es auf Englisch freundlicher, behutsamer wäre. It's no fun anymore. Spaß, schnaube ich. Es bricht irgendwie aus mir heraus. Ich halte inne und sehe mir den Balkon gegenüber an, den mit den hübschen Blumen. Offensichtlich haben sie keine Kinder. Da gab es so etwas genannt Trauungszeremonie, fahre ich verächtlich fort. Ich erinnere mich, dass du da warst und sowas wie in guten wie in schlechten Zeiten gesagt hast. Ich antworte normalerweise nicht auf Englisch, wenn ich wütend bin, aber dies wird unter außergewöhnliche Anlässe Ausnahmen, welche die Regel brechen, abgeheftet. Meine Stimme ist eisig gefasst. Er schüttelt jetzt seinen Kopf und sieht vollkommen verzweifelt aus. Verwelkend, verlierend, verloren. Nechati Osiri wurde 1988 geboren, an einem Tag, ich zitiere, als die Atlantis OV-104 der NASA zur 27. Space Shuttle Mission startete, in Datteln.
nur erreichbar von Recklinghausen Hauptbahnhof mit der Buslinie 232. Achtung, fährt sonntags nur stündlich. Seit seinem 18. Lebensjahr ist er deutscher Staatsbürger. Zitat Ende. In dem Theater schreibt er auch Lyrik und Kurzgeschichten. Im Ballhaus hat er 2014 sein erstes Stück Vorhaut aufgeführt, das dann bei Rowohlt, wenn ich es verstanden habe, veröffentlicht wurde. Zur scheinbaren Selbstauskunft gehört auch, dass Necati Özyeri ein, Zitat, erbitterter Feind von Kälte, Styropor, Skatkabeln und Biografien, Zitat Ende, sei. In einem Artikel heißt es, du hättest Wut auf Deutschland. Vielleicht kannst du diese Wendung erklären. Das war nämlich ein Porträt, das über mich erschienen ist, ich glaube in der Berliner Zeitung war das, und der Journalist hat mich sehr, sehr lange begleitet. Ich glaube, der war fast ein ganzes Wochenende mit mir und ich dosiere immer sehr genau, wie viel Foucault, Adorno und wie viel Kreuzberg und Kanacke kriegen die Leute von mir. Und ich habe versucht, beide Seiten klar zu machen, aber ihn hat der Kreuzberger wütende Junge sehr viel mehr interessiert. Deswegen ist da dann am Ende so eine Wut-Agro-Nummer draus geworden. Aber ich hoffe, ich komme gar nicht so wütend rüber. Ich möchte das einfach direkt fragen, wenn es heißt Wut auf Deutschland und wenn das eine linke Positionierung ist, inwiefern unterscheidet sich diese Wut? Vor kurzem, kürzlich, wahrscheinlich letzte Woche gab es den Artikel in Jungle World. Dort wurde ein linker Populismus vorgeschlagen. Und daher meine Frage, diese linke Wut auf Deutschland, wie unterscheidet sie sich von der Wut eines sogenannten Wutbürgers? Es gibt einige Dinge, die ich in diesem Land kritisiere und natürlich aus einer gewissen Enttäuschung heraus und natürlich steckt in dieser Kritik auch eine gewisse Wut und aus der, die ist mein Antrieb, bis hin zu Hass, ich kann das gut nachvollziehen, die Antwort. Ich würde mich aber weder von einer rechten noch von einer linken Seite vereinnahmen lassen. Trotzdem ist es ein Riesenunterschied, ob ich wütend bin aufgrund von Ungerechtigkeit und emanzipatorische Bewegungen aus dieser Wut starte, oder ob ich Hetze und irrationalen Hass verbreite. Wenn morgen hier der Strom ausfällt, wer ist als erstes davon betroffen? Wenn morgen Krieg ausbricht und die Straßen nicht mehr funktionieren, wer ist als erstes davon betroffen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel ausfallen? Wer kann privat reisen und so weiter und so weiter und so weiter? Wer ist sozusagen an die gesellschaftlichen Ressourcen, die wir uns teilen, mehr gebunden als an andere? Wer kann mehr Private aufbringen? Das ist eine Definition, mit der ich erstmal ein bisschen was anfangen kann und die mir manchmal hilft, welche Körper sind tatsächlich gefährdet und wessen Wut kann ich verstehen. Was wir versucht haben mit einem politischen Theater ist, Kunstasyl zu liefern. Und zwar Menschen, denen der Zugang woanders erschwert wird, dass die bei uns ihre andere Perspektive zeigen können, damit wir verstehen, dass deren Geschichte immer auch meine Geschichte ist. So würde ich es mal jetzt ganz grob, ganz kurz. Einsamkeit. Die erste Erkenntnis meiner Jugend war, dass für mich alles länger dauerte als für andere Kinder. Mit diesen Worten blickt Arda Yilmaz dem kahlköpfigen Richter ernst in die Augen. Arda stand an einem hölzernen Puls in der Mitte eines Saals. In einem Gerichtsprozess in Den Haag, der mehrere Menschenrechtsverletzungen im Umgang mit AsylbewerberInnen untersuchte, war er der wichtigste Zeuge und die Europäische Union auf der Anklagebank. Wochenlang hatte er jedes Wort seiner Zeugenaussage hin und her gewendet, hatte abends im Bett geübt, während niemand seine Freundin schon schlief, war noch vor den Türen des Gerichtssaals die Betonung jeder Silbe durchgegangen, bis er endlich in den Zeugenstand gerufen wurde. Arda löste den Blick vom Richter, senkte den Kopf in Richtung des Mikrofons und ließ seine dicken, dunklen Locken über seine Augen fallen, sodass sein Gesicht ein wenig geschützt war vor den Kameras, die sich in diesem Moment auf ihn richteten. Wahrscheinlich schaute gerade die ganze Welt aus seinen glühenden Ohren, während das Papier mit seiner Rede zwischen seinen Fingern zitterte.